Kilometer 21 heute. Hier ist wieder alles mega geil fahrbar. Wir sind hoffentlich immer nur so ein paar Stücke. Komoot zeigt das Ganze gestrichelt an. Ist jetzt die Frage, ist das machbar? Berlin Ende Februar, 5:30, Regen, 2 Grad und damit herzlich willkommen in einer Zeit vor unserer Zeit. Ich mache jetzt wieder dumme Sachen. Es ist nass und ungemütlich, perfekt zum Fahrradfahren. Oh. So, 1,5 Stunden Zugfahrt, hurra, Schnee, geil. Perfekt zum Fahrradfahren. Sie fragen sich, ob das gemütlich ist? Die Antwort ist nein. So, wir sind gleich in den Proer Bergen. Wie findest du das Wetter? Gut. Geht nicht besser. Sehen Sie Benjamin Hartmann in Eis am Stiel. So, wir sind jetzt auf dem Track vom Steppenwolf. Da ist Rote Mühl, da ist Benjamin, hier bin ich. Und da ist ganz viel Schnee. Also wir haben ja eindeutig BAB-Charakter. Und so eine kleine Durchschlagsübung, um Straßen zu vermeiden. 200 Meter gibt es hier natürlich auch. Also da ist die Straße. Wir sind hier in Schenker gefahren über sowas. Mega fett. Da, sowas verstehe ich als Teilnehmer natürlich selber überhaupt nicht. Diese Straßen-Asphalt-Vermeidungsstrecken von 500 Metern, um dann halt wieder auf der Straße zu sein. Aber es geht ja um den Spaß. 10 Kilometer auf dem Track. Und die Räder sehen schon aus wie Sau. Schlamm, Eis, Lauf, bestes Wetter. So, das sind auf jeden Fall die Proer Berge. Kopfsteinpflaster, Eis, immer. Das kannst du ja. Und gute Laune. Genau. So, wir haben in den Proer Bergen nicht nur Kopfsteinpflaster und fette Anstiege, sondern auch das hier. Klar ist Winter, spontan, aber es wird schon spaßig. So. Das ist der Steppenwolf. Und wenn ihr euch fragt, wie sich das anfühlt, also die Reifen rutschen regelmäßig durch, es ist halt schlammig, Schnee, nass, aber zum Glück ist es nicht so mega kalt, aber ist ein Abenteuer. Und eins kann ich sagen, wenn du nicht vor die Tür gehst, wirst du kein Abenteuer erleben. Einfach machen, wenn man sich was vorgenommen hat, einfach durchziehen. Oh, Proer Berge. Hier kommt jetzt so ein Stück wieder ein bisschen tricky. Geil. Aber ist zum Glück hoffentlich nur ein Stück. So. Und das hier ist der Charme der Proer Berge. Klar, Vorpommern ist flach, aber auch wir haben hier Anstiege und Kopfsteinpflaster. Übrigens sind wir jetzt 1,5 Stunden unterwegs und haben erst 20 Kilometer. Willkommen im Fledermausland. Kilometer 21 heute. Hier ist wieder alles mega geil fahrbar. Sind hoffentlich immer nur so ein paar Stücke. Komoot zeigt das Ganze gestrichelt an. Ist jetzt die Frage, ist das machbar? Oder ist das zu weird?
Besser als grüßen. Schiebepassage, absolut wild, absolut krass. Angriff, gleich ist wieder im Weg, hoffentlich. Ist schon ziemlich wild. So, herzlich willkommen bei Leben am Limit. Gefahr, Böses im Busch. Deswegen brauchen wir Spikes. Jetzt kommst du. Maximaler Warp-Antrieb. Mein Bike sieht aus. Wo ist hier der Weg? Hier, geht doch alles, was hast du denn? Ja. Nur einmal abgerutscht. Und so muss übrigens ein Fahren aussehen. Oh. Junge, es geht 3 Meter. Und deswegen braucht man immer einen Spachtel auf so einer Tour. Das erinnert mich irgendwie auch voll an Unbound XL. Da haben die Teilnehmer einen Spachtel oder einen Stab bekommen, um die Hinterräder frei zu kriegen. Markus und Jo hatten zu Weihnachten auch so ein Problem mit Schlamm. Und wir haben das Problem mit Schnee und Schlamm. Geil. Und wie geht's dir? Ja, super. Ohne Frühstück bisher. Jetzt haben wir hier durch den Schlamm geschüttet. Voll die Schiebepassage vorbei, oder was? Ja. Schade. So, wir sind scheinbar wieder auf dem Track. Zumindest ist der Weg besser. Endlich. Wird ein langer Tag. Und klar sind Wege mal irgendwie scheiße oder nicht so gut. Aber es gibt immer eine Belohnung. Hier, schönster Plattenweg. Und mal gucken, wie es weitergeht. Mal kurz Straße, aber auch mega windig wieder und so hat er und so sieht das Ganze aus der Nähe aus. Ja, Mutter. Und wem das alles so ein bisschen schockt, ne? Es gibt auch hier richtig, richtig, richtig tolle Wege. Alles ziemlich geil. Und natürlich lässt sich das im Sommer besser fahren. Vielleicht weniger Schlamm. Definitiv nicht so kalt. Aber Geschichten schreiben sie nicht von allein. Und nun bin ich halt hier. Und wenn man sich das mal so anguckt. Sonne. Gar nicht mal so schlechter Untergrund. Jetzt. Eigentlich ist es ziemlich geil. Und wären wir heute nicht aufgestanden, hätten wir echt was verpasst. So, Hälfter Berg, hier hinten im Wald und hier geht's runter und da geht's richtig, richtig hoch. Ja, so viel Schlamm in den Pedalen, ich kann nicht mehr einklicken. Das heißt ja nicht umsonst, Hike im Bike, Schlamm im Bike, immer schön die Bremsen halten. Das ist eine ziemlich rutschige Kiste hier. Ihr müsst einfach nur eure Schacke auf die Füße konzentrieren und dann versucht nicht wegzurutschen. Spikes wären jetzt geil. Von hier oben sieht es auch gar nicht mehr so steil aus und da wir mitten im Wald stehen, haben wir nicht mehr eine Aussicht. So, by the way, immer noch irgendwie Hälfter Berg. Hier ist garantiert irgendwo ein Trail, aber wir haben halt das Glück, wir fahren im Schnee und hier ist halt nichts, also man sieht hier nichts. Wir orientieren uns so ein bisschen nach Karte.
Back to Roots. Mission Wildnis. Wir haben einen Trail gefunden. Ein bisschen suchen, ein bisschen nach Karte halten. Und wir kommen voran. Langsam. Wir sind seit 5 Stunden unterwegs und haben keine 40 Kilometer geschafft. Ja. So, der Vorteil hier, ich kann mich nicht aufs Maul packen, weil ich nicht mehr in meine Kliz reinkomme. Das ist schon echt anders wild heute. Und wieder eine schöne kleine Belohnung. Wir sind immer noch vor Woidek, hinterm Helpterberg jetzt. Eigentlich ziemlich geil, ist voll das Abenteuer. Ja, läuft. So, wir haben jetzt 13:30 Uhr. Genau, knapp 50 Kilometer auf der Uhr. Schneesturm, das Wetter gemütlich. Und wir waren jetzt in Woidek und haben beschlossen, wir fahren jetzt nach Oertzenhof, dann nach Masewalk und dann weiter nach Hause und machen den Rest ein andermal. Das Wetter ist heute auf jeden Fall anders weg. Immer schön gegen den Wind, Schneesturm, läuft, der Bock rollt 17 km/h. So, über sowas, so, 1,21 Kilometer. So, Reinhard Messner lässt grüßen. So, So, Helfterberg. So,